Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass du da bist. Das ist nach wie vor für mich der Highlight des Tages, Highlight dieser Folge. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier entsprechend Leute erreichen kann und bin natürlich sehr, sehr dankbar für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ja, willkommen zu Pioneers of Agonia, eine weitere Folge, die wir hier jetzt erleben, erleiden, erdulden oder wie auch immer müssen. Und wir haben noch so ein paar Dinge zu erledigen. Aus der letzten Folge sind so ein paar Sachen übrig geblieben. Die Bäckerei ist im Bau, besetzte Wachtürme, da bin ich dabei. Da hatte ich den guten Menschen hier von der Holzwerkstatt da irgendwie einen Auftrag gegeben. Er sollte doch bitte genügend Holzspäre, die wir für die Wachen brauchen, produzieren. So, wir müssen aber noch einen Soldaten rekrutieren und einen Veteransoldaten. Da muss ich schauen, was dafür erforderlich ist. Und dafür brauche ich die Militärakademie. Genau. So, Veteranwache. Hier hätten wir einen Soldat, der braucht ein Bronzeschwert und ein Holzschild. Da kann ich nicht mit dienen. Holzschild, der könnte ich mir vorstellen, werden von einem gewissen Herrn hergestellt, den ich da letztens hier, ne, die drei Herren, die sind nämlich im Augenblick mit den Holzsperren beschäftigt. Die sollen da mal bei der nächsten Gelegenheit da mal so 5 Holzschilder machen, auch wenn das jetzt noch ein bisschen dauert, ist. Die Sperre sind jetzt erstmal wichtiger, damit ich die Wachtürme da besetzt bekomme. So, Bronzeschwert war das nächste. Ich brauche eine Werkzeug. Nein, nicht eine Werkzeugschmiede, eine Waffenschmiede. Was erzähle ich? Eine Waffenschmiede müsste hier irgendwo rum existieren. Da ist sie. Die hat nämlich noch gar nichts zu tun. Die soll mal ein Bronzeschwert herstellen. Da sind die dann schon mal gut mit bedient. Und Moment, Militärakademie, das war dieser Kollege und wir sollten einen, was war das? Nee, kein Veteransoldaten, auch kein Moment, Augenblick. Ich finde das nach wie vor, ich finde das nach wie vor nicht so schön, dass man die Fenster hier nicht frei verschieben kann. Da würde ich lieber Volker, der du dafür für die Produktion verantwortlich bist, von diesem herrlichen Spiel, also bis jetzt muss ich sagen, da bin ich schwer begeistert von diesem Spiel hier verantwortlich bist. Es gibt da so einen Konkurrenten, der hat da auch sowas wie ihr da, ne? Ein bisschen anders von der Struktur her, ein bisschen anders so von der Organisation her, aber halt auch ein Aufbauspiel. Und da lassen sich diese Fenster wunderbar in jegliche Ecke, die man so hinschieben möchte innerhalb des Spielfeldes, will ich das mal hier so sagen, ja, des Spielbildschirms, kann man die Dinger hin und her schieben. Ich mache da auch regelmäßig Gebrauch von, wenn ich dran denke. Und aber hier tut sich so gar nichts. Ich weiß, ihr seid dann noch ganz weit vorne. Ne? Beta ist ja gerade erst raus und ihr seid dann noch eifrig am Entwickeln. Von daher, ich weiß, du hörst mich nicht, aber trotzdem. Mach das mal. So, dann muss ich das hier wieder zumachen. Und wo will ich gucken? Genau, wir brauchen. Hier muss ich gucken. Das lässt sich auch nicht verschieben. Das kann man nur ein- und ausschalten. Was ja schon mal was ist, ne? Schon mal gut, dass das die Möglichkeit gegeben ist. Aber so ein freies Verschieben, das wäre echt Gold wert. So, Veteranensoldaten soll ich rekrutieren. Militärakademie, da vorne, Veteranensoldat. Wo habe ich den? Ach da, Veteranensoldat, den habe ich übersehen. Das war Soldat, das war der fortgeschrittene Soldat, das war der Veteranensoldat. Der benötigt ein Eisenschwert, eine Kettenrüstung und ein Eisenschild. Eisenschwert, Waffenschmiede, Eisenschwert kann er hier bekommen. Das ist nicht das Problem. So, Rüstungsschmiede ist für den Rest zuständig, sowohl für das Eisenschild als auch für die Kettenrüstung. Dann haben wir die Sachen in Auftrag gegeben und wir könnten theoretisch die entsprechenden Leute rekrutieren. Cool. Da sind auch hier die weißen Fähnchen verschwunden. Leute sind beschäftigt, alle sind glücklich. Vor allen Dingen ich.
Dann sollen wir Brot backen. Ja, Bäckerei ist im Bau. Brot backen, das machen die eigentlich hier von selbst. Also da muss ich mich nicht drum kümmern. Die sind auch eifrig schon dabei. Wasser ist auch schon hier auf dem Weg und so weiter und so fort. Der Brunnen ist fertig. Läuft. Das ist sehr schön. Das ist prima. Wir brauchen immer noch eine Münzprägerei. Meine Güte, nee. Das war das andere Problem. Genau, ich hatte ja hier... Nee, wo war's denn jetzt? Da. Diese sehr abenteuerliche Schmelzhütte. Fertiggestellt. Jetzt brauche ich noch eine Münzprägerei. Das nächste wird wahrscheinlich irgendwie so eine Schatztruhe oder da. Ihr wisst schon, was ich meine. Sein. Lagerung und Handel. Ausrüstung. Oh, jetzt bin ich. Oder Verarbeitung? Jetzt bin ich recht. Münzprägerei. Verarbeitung. Ja, das macht Sinn. Die machen mich ja fertig. Die machen mich fertig, wo ich dabei bin. Münzprägerei. Da bekomme ich nichts mehr hin. Einen Moment mal eben. Entschuldigung. Boah, den konnte ich jetzt so gerade noch ausblenden. Huh. Hey, das kam jetzt überraschend. Jetzt würde ich aber trotzdem mal Folgendes versuchen. Holzfäller kriege ich. Ah, sehr gut. Ich kriege hier einen Holzfäller hin. Nehmen wir da so hin, so Holzfäller. Da brauche ich natürlich noch einen Weg. Der ist mir relativ egal. Das geht nicht. So. Na, ah, was habe ich gemacht? Unsinn, wie immer. So. Holzfällerhütte, weil wir haben hier noch das Nadelholz und Laubholz. Schwerpunktmäßig hier, aber in dem Bereich erstmal Laubholz. Ein bisschen Nadelholz hier. Weiß ich nicht. Ich würde dann hingehen. Oh, das. Das machen wir anders. Ich setze dann hier ein Lager hin. Moment, das war natürlich auch eine Anbindung. Die soll er kriegen. So, mache ich hier erstmal ein Lager für. Natürlich Holz und natürlich für Laubholz. So, wenn ein Lager nicht reichen sollte, kommt ja noch ein zweites hin. Deswegen habe ich das also so komisch das jetzt da hingesetzt. Und die sollen alles wegrasieren. Moment, erst einmal Laubholz, alles andere ist uninteressant. Auch das braucht man nicht unbedingt. Alles wegrasieren, auch was irgendwie wie ein Baum aussieht, muss weg. So. ja. So ist jetzt der Plan. Ich habe hier diesen interessanten Ort entdeckt, den habe ich auch schon connected. Ich habe hier aber noch einen anderen interessanten Ort. Das ist er nicht. Aber das ist er. Also hier, ne, die Minimap, ne, habe ich ja schon gesagt, ich finde die super. Da bin ich Fan von. Weniger Fan davon bin ich, dass man hier nicht weiter rauszoomen kann. Das habe ich auch schon 10.000 Mal erwähnt, aber naja. Ich werde es wahrscheinlich noch mal 10.000 Mal erwähnen. Moment mal, was sehe ich denn da gerade? Wie cool ist das denn? Das finde ich echt klasse. Da hier so ein Blumenbeet, kann man ja gut, das ist also Wildblumen, ne? So ein Wildblumen, so eine Wildblumenstelle und dann sind hier diese tollen Schmetterlinge da drüber. Ich meine, gut, die schweben jetzt dann nur so rum, ja, ist nichts Wildes oder so, aber ich finde, das sind so kleine Details, wo man dann immer wieder sagt, so wow, ja, echt nett. Vor allem so unverhofft, weil man ist mit ganz was anderem erstmal beschäftigt, da denkt irgendwie, ne, irgendwelche Gebäude, die man bauen muss und wichtige Wege, die man hinziehen muss und irgendwelche Connections, die man da irgendwie, und dann trifft man auf sowas. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ich bei solchen Spielen
sehr zu schätzen weiß. Ja, wo ich dann sage, irgendwie, wow, das gefällt mir einfach. Ja, ist so. So, wie kriegen wir denn das Ding denn jetzt am besten da irgendwie connect? Ich sehe nur wieder Bäume. Wie man den connected bekommt, ist im Prinzip egal. Das muss jetzt nichts Effektives sein. Also nur, dass der halt irgendwie angebunden ist. Glaube ich zumindest, dass das egal ist. Ich will es einfach glauben. Ich mach mal hier das, was ich immer ganz gerne. Ja, gut, das wäre jetzt übertrieben. Ich mach mal so. Geh mal hier so lang. So, dann kommen wir hier durch. Jetzt kommen wir, glaube ich, an die Grenzen des Machbaren. Oder komme ich hier durch? Doch, geht. Ich bin sehr überrascht. Ich bin wahnsinnig überrascht. So, hier so ein bisschen an der an den äußeren Grenzen da so entlang. Wow. Effektiv ist anders, ich weiß, aber. Seid ruhig. Ich baue so. Ich bin sogar versucht, da sowas wie ein. Warte mal, wenn ich das weiter treibe. Dann kriege ich so eine Möglichkeit, hier sogar irgendwie so ein Connect hinzubasteln. Wer weiß, für was es gut ist. Ah, da komme ich aber jetzt nicht weiter. Das kriegen wir nicht hin. Gucken wir nochmal dazu. Und so. So. Oh, einfach mal so. Aus, was macht. Wenn es einfach so ist. So, okay, wie sieht's aus? Habe ich denn hier schon besetzte Wachtürme? Was ist hier mit Militärakademie und so? Kommen hier Sachen an? Okay. Also wir haben mir schon so. Die brauchen doch Holzsperre, ne? Und das sind Holzsperre, die hier abgeliefert wurden. Gar nicht mal wenige. 10 sind schon da. Weitere 5 sind unterwegs. Habe ich nicht genügend Leute? Warum tut sich hier nichts? Ist es zu weit vom Schuss? Ja, ernsthaft, Moment mal. Also Bevölkerungsgedingse, da ist der Haken da. Warte mal, was habe ich hier sonst noch rum existieren? Ich habe Holzschilder, habe ich 5. Und ein Eisenschwert. Das heißt, ich könnte zumindest schon mal einen ganz normalen Soldaten, sollte ich hinbekommen. Dann ist ein Eisenschild da und eine Kettenrüstung ist auch da. Und ich glaube, das zweite Eisenschwert ist gerade auf dem Weg, wenn ich das richtig sehe. Oder auch nicht. Wahrscheinlich, nee, dann war es ein weiterer Holzspeer. Dann so, okay, dann war es das. Achso, Moment mal. Habe ich Waffenschmiede? Eisen, Moment mal, Eisenschwert? Normalerweise nur eins produziert, statt zwei. Der brauchte doch ein Eisenschwert, ne? Ja. Achso, nee, Moment mal, das war einmal Eisen, einmal Bronze, so rum was, ne? Ja, dann habe ich doch alles, was ich brauche. Bronze ist da, Eisenschwert. Wieso werden hier keine Soldaten rekrutiert? Wo ist das Problem? Die Militärakademie ist erreichbar? Ich habe hier 10 Soldaten rum existieren, einen Waldläufer. Hä? War vielleicht doch keine gute Idee, das Ding hier hinzusetzen?
Aber hier der Wachturm ist ja auch unbesetzt. Und ganz normale Wachen würden auch hier untergebracht werden, wenn es denn entsprechende Leute gibt in genügender Anzahl. Kann ich irgendwo sehen, wenn mal Bewohner. Träger, die für Aufgaben verfügbar. Ja, Träger. Das ist natürlich die Frage. Wenn jetzt neue Bevölkerungszuwachs passiert, sind die automatisch Träger? Und wenn jetzt Träger frei sind, werden die dann entsprechend anderen Aufgaben zu? Also zugewiesen oder habe ich hier einen Fehler gemacht? Ah! Natürlich! Man sollte schon den Leuten noch sagen, dass sie gebraucht werden. Oh mein Gott. Wenn die Sachen da sind, dann machen die das automatisch. Nee, hier passiert nichts automatisch. Ich habe zwar gesehen, hier die Leute, ja, aber auf die Idee zu kommen, jemand zu sagen, komm, ne? Sieh mal zu. Oh mein Gott. Erde, tu dich auf, ich will versinken. Oh. Ja, das ist. Was, wie soll man sagen? Das ist phänomenal. Ja. Schon gut, lacht ihr mal. Ich wollte schon gerade sagen, sowas kann auch nur mir passieren. Nicht? Unfassbar. So, da ist gerade Pause. Oh, Junge, dann Werkzeug. Ich will nur ablenken. Nein, braucht man natürlich nicht. Zumindest nicht im Moment. So, wie sieht's denn aus? Also. Die entsprechenden Leute habe ich jetzt rekrutiert. Wir müssen noch eine Münzprägerei immer noch bauen. Oh, ja, genau, da war ja was. Hatte ich die jetzt in Auftrag gegeben oder nein? Jetzt bin ich vollkommen raus. Rüstungsschmied. Jesus, Maria und Josef. Das, genau, das war die Schmelzsteinmüsse-Hilfe. Oh Mann. Münzprägerei ist immer noch angesagt. Das dürfte die Verarbeitung sein. Das ist dieses Dingen. Hatte ich die noch nicht? Ehrlich? Ich meine, ich hätte die schon mal in der Hand gehabt. Also das Gebäude hier so, ne? Wahrscheinlich bin ich dann wieder durch irgendwelche anderen Dinge abgelenkt worden oder habe mich selber abgelenkt. Ach, ich weiß. Ja. Hier, genau. Holzfällerhütte. Ich will den nach Möglichkeit hier in der Nähe haben, auch alles, was da sonst noch so irgendwie anfällt, ne, weil wir ja hier die Schmelzhütte haben, die entsprechend Silberbarren herstellt. Und das war so die Überlegung, genau. Huch, so einen leichten Aussetzer wieder im Ton, Moment mal eben. Schnell mal speichern, bevor hier Dinge passieren. Das dauert natürlich so seine Zeit. Aber schon, ist richtig, wollte ich sagen. Das habe ich dir noch gesagt, dass sie das jetzt hier nicht an die da mähen sollen. Das Lager ist fertig und da sind auch immerhin drei Baumstämme angekommen in Bezug auf Laubholz. Gut, das wird natürlich jetzt noch ein bisschen dauern. Es ist die Frage. Habe ich noch andere Dinge zu tun, außer die Münzprägerei dazu machen? Die Wachtürme sind besetzt. Das haben wir geschafft, das entsprechende Gebiet, das wir erkunden oder aufdecken sollten oder erweitern sollten, auch das haben wir abgehakt. Meilensteinentdeckung ist schon abgehakt. Ja.
Es ist halt die Frage, warte ich sozusagen offscreen, ne, bis das hier soweit alles niedergemäht wurde, oder aber beginnen wir schon mit diesem Bereich hier, ne? Wir müssen ja so ein paar Aufgaben erfüllen hier, ne? Der hungrige, die hungrigen Propheten. Lest doch, was da steht. So, wir hätten als erstes Versorge kuriosen Bazar. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum gekennzeichneten Ort und versorge ihn mit benötigten Waren. Insgesamt schon gelieferten Waren 0 von 28, die brauchen Fackeln. Oh, gut, dass ich die Fackeln beim letzten Mal irgendwie sichtbar gemacht habe. Das war, glaube ich, die waren untergebracht bei den Waffen. Wir brauchen 28 und wir haben tatsächlich 29. Oh, das ist cool. Also von der Anzahl her, das würde schon mal passen. Also insgesamt schon gelieferte Waren 0 von 28. Diese Vorräte werden benötigt. 28 Fackeln, logisch. Belohnung einmalig nach Abschluss plus 20%, was auch immer. Achso, hier von wegen Fraktionen und Anfreunden und so. Okay, das wäre die Geschichte. Dann versorge Außenposten. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Der gleiche Text halt. Ne? Also hier geht es jetzt darum, dass die benötigen folgendes. Ach ja, Steinpilze. Da gibt es dann 30% Freundschaftspunkte, Freundschaftsan, ja, also dass sich die entsprechend anfreunden. Und dann hätten wir noch was. Liefere drei singende Klingen. Drei singende Klinge. Wie drei singende Klinge? Es würde uns viel bedeuten, wenn du uns diesen Gegenstand bringen könntest. Liefere das geforderte Artefakt. Hier verschwinden ständig Sachen. Ach, hier werden Sachen abgehakt, die fertig sind. Ja, die Meilensteine werden da gerade gekennzeichnet. Die stelle ich nach oben. Liefere das geforderte Artefakt von einem Handelsposten aus zu der angeforderten Fraktion. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Handelsposten bauen. Singende Klinge, drei Stück. Pro singende Klinge bis zu plus 10%, also 30%. Ups. Hier geht's aber so. Jetzt geht's aber ab. Hier wird alles abgehakt. Sehr cool. Bis auf die Münzprägerei. Ich glaube, da haben wir jede Menge zu tun. Die sind jetzt. Oder vielmehr dieser mysteriöse Ort, der ist jetzt zugänglich. Ja, dann würde ich doch sagen, kümmern wir uns dann um die Geschichten, soweit wir das machen können. Es gibt immer noch was zu tun für die nächste Folge auf jeden Fall. Ich danke euch und natürlich ganz besonders dir dafür, dass du und ihr wieder hier wart, mich unterstützt habt in meinem Tun hier bei diesem Let's Play. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute und genießt die Zeit.